Ja, das ist, Hey yo, und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Es ist schon spät heute, aber ich habe noch einen PC hier hinter mir. Den habe ich verkauft und dann meinte dann der Käufer, ich weiß nicht, wie lange es her ist, vielleicht packe ich es hier hin so ungefähr, ab Upload-Zeitpunkt des Videos natürlich, kam dann nochmal später an und meinte, wenn er den PC hochfahren würde, dann würde er ausgehen, manchmal wird er neu starten oder so, richtig, richtig komisch. Dann habe ich so ein, zwei Fragen gestellt und dann gemerkt, ja, bring die mal besser vorbei, ich bringe das wieder in Ordnung auf jeden Fall, muss ich ja auch tun, als Garantieleistung so quasi. Und vielleicht lernen wir ja auch noch was, deswegen schauen wir da heute in einem Video zusammen. Hoffe, dass es nicht nur ein 5-Minuten-Video ist, aber es sind oft simple Sachen, vielleicht kann ich das auch in ein anderes Video packen. Weiß ich noch nicht. Das bist nämlich du. Ich habe diesen PC allerdings mit Plexiglas hier vorne dran verkauft. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht mehr da ist. Ich habe das auch hier unten befestigt und das hält auch fast nicht mehr. Also da muss ich nachfragen, was passiert ist. Mein Verschulden war es auf jeden Fall nicht. Aber davon hat er auch nichts gesagt. Deswegen, ich glaube, ich habe da unten sogar eine Schraube reingepackt, damit das sehr viel besser hält. Das war, glaube ich, mal ein CSL-Gehäuse oder sowas gewesen mit roter Beleuchtung. Ja, müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Ich schalte dich mal ein. Ach, Wiederherstellung. Ja, okay. Da sollten wir einmal neu starten. Damit es schneller geht, meine ich, ja. Nehme mal die Kamera hier weg, die stört. Ah, gut, dass das Gehäuse genauso steht, dass es den Namen verdeckt. So, und jetzt sollte er ausgehen. Richtig? Warum ist das Steam-Logo pink oder violett? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Boah, das regt mich so auf, dass das Glas hier vorne nicht mehr dran ist. Warum? Ich hoffe nicht, dass das kaputt gemacht wurde, aber warum sollte man das sonst abnehmen? Aha, kann man das hören? Lüftergeräusche sind laut und wieder nicht so laut, aber das ist sehr unverhältnismäßig. Das dürfte der CPU-Lüfter sein. Ich fahre dich am besten mal wieder runter, wenn ich das noch hinbekomme natürlich. Mein lieber Mann, das sehe ich ja jetzt erst, da liegen Schrauben im Gehäuse. Oh mein Gott, sollte man niemals machen. Stell dir vor, ich bewege hier irgendwas im Betrieb und dann landet das auf dem Mainboard. Dann habe ich ein Problem. Der PC ist so dumm, ich fahre den runter und er startet neu. Geh aus! Hier unten liegen auf jeden Fall die Schrauben, von denen ich gesprochen habe. Warum liegen sie da? Ich habe keine Ahnung, wo die mal drin waren. Die kommen mir irgendwie so bekannt vor, als würden die aus dem Netzteil kommen. Hat er hier einen Lüfter rausgedreht oder so? Ich glaube, ich weiß, wo die drin waren. Und zwar hier vorne. Damit... ja, die Front eben besser hält. Ja, toll. Und hier unten ist was abgebrochen. Das war so aber noch nicht. Und ich meine, das Problem gefunden zu haben. Das ist nicht in Ordnung. Was ist da passiert? Die Wärmeleitpaste habe ich da so garantiert nicht aufgetragen. Guck dir das an, mein lieber Mann. Ja, das ist, ne? Nicht so gesund. Und was noch viel weniger gesund ist, ist das hier. Eigentlich müssten... die so aussehen. Was soll sowas? Einfach wieder zusammendrücken, dann kann man das noch einmal machen. Aber zu welchem Zweck? Und warum war das Teil überhaupt ab? Schau mal nach einem anderen Kühler. Sowas verbaue ich nicht nochmal. Dann geht das nochmal kaputt und dann ist das nochmal hier, will ich ja auch nicht. Ich habe dir jetzt erstmal einen anderen Kühler draufgepackt. Der ist aber minimal kleiner. Das heißt, das Teil wird wohl lauter werden. Na gut, jetzt wo hier vorne richtig viel Luft durchkommt, wahrscheinlich nicht mehr. Aber... ja, ich habe ihn mal gefragt, was hier passiert ist. Warum hat er den Kühler abgenommen? Die Wärmeleitpaste komplett, also alles voll gemacht und nicht wieder richtig festgemacht. So allzu laut war der nicht gewesen. Die CPU, die zieht jetzt auch nicht so super viel. Ich habe Fragen. Ich habe es gerade geschafft, dass der PC ausgeht, als ich ihn voll auslasten wollte mit MSI Combustor. Und ich hatte mir gedacht, ja, packen wir dann hier einen Karton davor, dass er sich quasi nur hier durch die Seitenluft ziehen kann, um das nachzuvollziehen. Habe ich ja gar nicht erzählt. Ich habe ihn gefragt, was er hier vorgehabt hat. Er meinte, die Plexiglasscheibe fehlt, weil ihm das Teil zu laut war. Wenn wir ganz genau sind, wollte er einfach nur mehr Airflow im Gehäuse haben. Das hat er geschrieben. Er war dann irgendwie 4 Tage weg gewesen, hat das Teil einmal sauber gemacht und dann kam das auf einmal so, wie der PC bei mir stand. Super komisch. Ich wollte den PC einmal voll auslasten über MSI Combustor. Nämlich einmal so. Zack. Und sobald ich den CPU-Test starte, geht er aus. Jetzt bleibt er an. Vorführeffekt natürlich. Also der ist direkt ausgegangen, dieses typische... ah! Siehst du? Meine Vermutung ist Netzteil.
Und dieses Mal ist es nicht der Kühler wie gerade eben, weil wir ja gemerkt haben, wenn es heiß wird, dann dreht er den Lüfter auf jeden Fall auf. Das hören wir. Das dürfte ein FSP-Group-Netzteil sein, ne? Das ist dann, glaube ich, das zweite von den vielen FSP-Group-Netzteilen, die bei mir dann kaputt gegangen wären. Ja gut, da habe ich ja doch noch was zu tun heute. Das ist doch schön. Und jetzt mit einem neuen Netzteil klappt das natürlich auch sehr viel länger. Hardware-Monitor hat er auch installiert und da sind wir jetzt bei 68, 69 Grad und bei 63 Grad bei der Grafikkarte. Die Grafikkarte wird nicht übermäßig warm, erkennt man auch daran, dass wir da gar keinen Stromanschluss dran haben. Deswegen, da dürfte wohl ein 350 Watt Netzteil drin sein, wo eben kein GPU-Stromanschluss dran ist. Das läuft üblicherweise eigentlich immer und das hat es ja auch zwei Monate wohl getan. CPU-Temperatur ist jetzt bei 72, 73 Grad so ungefähr. Grafikkarte bei 65 Grad. Da würde ich jetzt sagen, das ist nichts Außergewöhnliches, so irgendwie. Und wenn wir uns dann auch vorstellen, dass der Kühler nochmal müh größer ist und dass das Netzteil den Raum hier drin nicht mit anheizt, haben wir da wahrscheinlich 70 Grad oder sowas. Und da würde ich sagen, das ist wohl okay. Vor allem unter Vollauslastung, ne? Mit so einem synthetischen Programm beim Spielen wird das wahrscheinlich nicht so laut werden. Deswegen, es ist zwar ein bisschen hörbar, aber in meinen Ohren nicht nervig. Vielleicht war es bei ihm anders gewesen, dass das Teil neben der Heizung steht. Es im Zimmer super warm war wegen der Sonne. Kann auch alles gut sein. Und deswegen habe ich dann vorgeschlagen, einen Kühler zu bestellen. Be Quiet Pure Rock Mini oder Dark Rock Mini. Der kommt da dann drauf. Den habe ich auch schon bestellt. Würde ihm dafür dann 15 Euro abzwacken, einbauen. Geht dann auf mich. Das neue Netzteil werde ich dann da eben mit tauschen. Und dann sollte die Sache eigentlich erledigt sein. Problem ist halt bei solchen Gehäusen, da gibt es nicht allzu viele Kühler, die da wirklich reinpassen. Irgendwie mit einem 120 mm Lüfter oder sowas. Das ist ja schon ein Lüfter, der so groß ist. Und solche Kühler habe ich eben auch nicht hier, die da drauf passen. Vielleicht sollte ich mir davon mal ein paar besorgen. Weil so große Riesenkühler, da habe ich ja wohl ein paar mehr von. Aber dann muss es eben auch ein Gehäuse sein, was dann nochmal 2 cm breiter ist. Aber es gibt ganz, ganz viele Gehäuse, die so sind. Und leider haben wir hier oben auch keine Löcher drin, dass da noch ein bisschen Luft rauskommt. Deswegen sollte man sowas beim Gehäusekauf immer beachten. Und das Teil war noch neu, also da war mal was drin verbaut, aber mehr nicht. So ist jetzt das Vorgehen und ich denke mal, dass es damit dann erledigt ist. Habe jetzt einmal den Netzteiltester angeschlossen und die Spannungen sind innerhalb der Toleranz, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber guck mal hier, der Lüfter ist tatsächlich demontiert worden, irgendwann mal. Ich weiß es nicht. Warum? Was hat das für einen Sinn? Ich habe gerade auch mal diese 12-Volt-Lämpchen angeschlossen. Das ist nämlich üblicherweise eine Methode, um herauszufinden, ob irgendwie so ein Netzteil super instabil läuft. Weil ich das tatsächlich ganz oft bei defekten Netzteilen merke. Wenn man hier plötzlich eine Spannung anlegt, also 12 Volt und 50 Watt oder sowas, dann gehen die eigentlich aus, wenn die irgendwie kaputt sind. Aber du scheinst so zu funktionieren. Nur verstehe ich jetzt nicht, was das Problem ist, die CPU neben der Grafikkarte auszulasten. Weil wir 75 Watt über den PCI-Express-Port ziehen können. Und der i5 da drin, der dürfte 45 Watt TDP haben oder 65, aber auch das wird er nie ganz erreichen. Deswegen bist du wohl tatsächlich einfach nur alt oder kaputt oder was weiß ich. Damit ich nicht noch mehr Zeit verschwende, kommt das einfach in den Müll und hier ein anderes rein. Fertig. Jo, und das ist der Kühler. Gerade eben frisch angekommen. Postbote hat gesagt, jetzt hat er keinen Urlaub mehr. Ist wohl offenkundig, sonst wäre das Paket jetzt natürlich nicht hier. Also danke einmal fürs Vorbeibringen. Ich hätte es nicht abholen wollen aus Berlin gerade. Ist ein bisschen teuer, dahin zu fahren. Sogar noch schön sauber, auch mit Pushpins. Zum Einbauen würde ich empfehlen, den Lüfter einmal zu entfernen. Das hat, glaube ich, irgendwie 92 mm Durchmesser oder so. Und allzu laut ist der auch nicht. Und Vorteil bei diesem Kühler ist eben, dass er die Hitze quasi ein bisschen nach oben zieht und dann direkt nach hinten rauspusten kann, wenn es denn wirklich soweit ist. Und solche, wie heißen die Kühlerdesigns? Downfiring oder sowas? Da wird jedenfalls die warme Luft dann hier noch ein bisschen im Gehäuse verteilt und nicht direkt nach hinten raus.
Und deswegen ist das eigentlich immer die effizientere oder bessere Möglichkeit. Aber ich glaube, den kann man tatsächlich gar nicht mehr neu kaufen, ne? Den habe ich jetzt gebraucht gekauft, aber da habe ich kein Problem mit, weil Kühler gehen gebraucht eigentlich nicht kaputt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass hier unten vielleicht mal ein Kratzer drauf ist, aber ein Kratzer ist jetzt auch nicht so wild, vor allem wenn er hier an der Ecke ist. Es ist sogar ein kleiner Kratzer, aber dazu ist ja eben Wärmeleitpaste da, um solche Unebenheiten an Oberflächen auszugleichen. Ich schau mal, ob man die noch kriegt oder zumindest irgendwas Ähnliches oder so. Muss ja jetzt auch nicht unbedingt was von Be Quiet sein, sondern einfach nur ein Kühler als 90 mm Lüfterdurchmesser oder 100 mm Lüfterdurchmesser Variante, weil hier eben nie was Großes reinpasst. Ich glaube, ich habe hier gerade was gefunden, was mir wohl zusagen würde. Enermax N31, gerade im Angebot für 14,99. Ich würde sagen, ich bestelle mal einen. Den habe ich nämlich hier bei Geizhals gefunden und das ist einer der ersten Kühler, wo da mal drei Heatpipes drauf sind. Gibt auch so ein paar andere, aber die haben alle nur zwei und die sehen ein bisschen hässlich aus. Der hier von Johnsbow könnte vielleicht interessant sein. Für 9,90 Euro, aber ich glaube, das ist nichts ganz so Vernünftiges, oder? Oh, und ich habe auf dem Handy gerade eine Mail gekriegt, ob ich nicht ein Review machen möchte zu einer elektrischen Staubgebläse. Ah, hier Völkner, vielleicht hast du was? Nein, ich will keine Cookies. Lass mich in Frieden, bitte. Features gibt's nicht. Ja, danke. Aber der hat leider auch nur zwei Heatpipes. Würde jetzt zwar nicht sagen, dass das irgendwie ein Garant dafür ist, dass der jetzt super schlecht ist. Ich hatte, glaube ich, mal so einen LC-Power-Kühler. Der sah aus wie ein Brötchen. Der war auch nicht so gut. Ah, oh, ich dösbattel. 95 Watt, da steht's doch. Soll ich den auch mal bestellen für einen Test? Ich überlasse das euch. Soll ich den bestellen, ja oder nein? Zum Testen mal irgendwie so? Oder so ein Video machen? Über irgendwie 5 Kühler für kleine Gehäuse. Günstige Kühler für kleine Gehäuse, meine ich. Und nun mit dem neuen Kühler haben wir jetzt Temperaturen bei der CPU von 56, 55 Grad. Das schwankt da immer noch so ein bisschen. Grafikkarte ist natürlich genauso warm, ist klar. Aber na, jetzt kann eben hier die Luft direkt da raus. Deswegen kann er das Plexiglas, wenn er möchte, wieder dran packen. Ich kann das ja so nochmal für ein paar Minuten laufen lassen, da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen kühler im Gehäuse an sich sein. Fällt jetzt auch nicht, doch das fällt direkt auf, dass da was fehlt, irgendwie. Ich hatte vorhin auch noch die Idee gehabt, dass man vielleicht sich so ein Gitter besorgen kann, was man da drauf kleben kann, dass es da zum einen noch ein bisschen durchleuchtet und zum anderen Luft durchkommt. Aber da gibt es auch nicht allzu viele Gehäuse von. Ich kann mich erinnern, das erste Case Review, was ich gemacht habe, so überhaupt, das war das Cooling Observatory und mittlerweile haben die eine Cooling Observatory Mesh Edition rausgebracht. Das ist genau dasselbe Gehäuse, aber da haben sie hier auch anstatt des Tempered Glases halt Mesh, also so ein Gitter draufgepackt. Das sieht dann ungefähr so aus. Ne? Das ist auch so ein Gitter. Ja, dann war es das für heute. Ja, tatsächlich, das Video ist vorbei. Ich werde Ihnen dann gleich Bescheid geben, dass das Teil fertig ist und dann kann er es abholen. Vielleicht stand das Teil ja wirklich in einem sehr, sehr warmen Zimmer, weil wenn man, weiß ich nicht, von der Schule, ich schätze mal, dass er noch Schüler ist, nach Hause kommt, irgendwann um 2 Uhr oder sowas und zwar das Fenster Licht reinlässt, aber nicht geöffnet ist und Zimmertür zu ist, dann kann es ja schon mal ein bisschen warm sein, vor allem im Sommer. Und da braucht man jedes Grad Kühlerleistung so irgendwie. Hätte ich so einen Kühler da gehabt, hätte ich ihn natürlich verbaut, aber ich habe nicht dran gedacht. Und weil ich das Teil ja auch im März zusammengebaut habe, ne? Ich wundere mich aber wirklich, warum da so viel Wärmeleitpaste drunter sitzt. Ich war es nicht gewesen und es kann vielleicht schlau sein, alle 3, 4, 5 Jahre mal Wärmeleitpaste zu wechseln, aber nicht 2 Monate nach dem Kaufen oder so. Deswegen sage ich auch immer, wenn irgendwas ist, kann man gerne Bescheid geben. Ich bin der Letzte, der überhaupt nicht hilft. Ich finde es nur manchmal ein bisschen komisch, wenn da dann jemand sagt, ja, du musst das ja jetzt machen oder so. Das ist aber tatsächlich bei Leuten, die was bei mir gekauft haben, noch nie passiert. Nur Leute, die mich hier von YouTube kennen, die dann sagen, Philipp, du musst. Das finde ich ein bisschen komisch. Aber gut, dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, ansonsten ist nichts mehr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, ciao, ciao.